Du befindest dich im längsten Vater unser, den du auch je gebetet hast. Weil, jetzt haben wir schon zusammen angeschaut, Sonntag für Sonntag, unser Vater im Himmel. Geheiligt wird dein Name, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und heute sagen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Weiss nicht, ob ihr es gemerkt habt, bis jetzt ist in diesem Gebet ein riesiger Scheinwerfer gegenübergegangen. Zu Gott. Wir haben Gott beleuchtet, wir haben aufgeschaut, wir haben gesagt, Gott, wir sind kein Einzelkind. Du bist unser Vater. Wir gehen füreinander, wir schauen zueinander, wie Geschwister, du bist im Himmel. Du stehst über allem. Und dann haben wir gesagt, dein Name soll geheiligt werden. Dein Wille, dein Reich soll geschehen und kommen. Deins. Das, was du willst, Gott, das ist das, was zählt. Das ist das Erste, was wir gemacht haben in diesem Gebet. Alles ist gegenübergegangen. Unser Blick, unser Gebet, unser Wort, unsere Gedanken, es hat sich alles um Gott dreht. Und jetzt kehrt der Scheinwerfer. Jetzt zeigt er gegenüber. Jetzt sagen wir, unser tägliches Brot, mein tägliches Brot, Gott. Schau auf mich. Schau, was ich brauche. Siehst du meine Bedürfnisse, bitte? Gib mir jeden Tag von Neuem, was ich nötig habe. Wir haben mit Anbetung angefangen und jetzt gehen wir in eine Bitte über. Bitte, Vater, schau zu mir. Brot ist für mega viele Länder ein Grundnahrungsmittel. So ein anständiger Schweizer kann bis zu 50 Kilo Brot im Jahr essen. Ist das gar nicht so krass? Ich habe darüber nachgedacht, zuerst stöhnt es nach viel, aber ja. Jeden Tag so ein anständiger Ankerbock, da kommt schnell mal auf 50 Kilo im Jahr. Wir haben, wir Schweizer, über 300 Sorten Brot. 300! Ich habe Freude, wenn ich irgendwie drei verschiedene Brötchen backen kann daheim, oder? Hingegen die Deutschen. Das sind Brot-Weltmeister. 3000 verschiedene Sorten haben die zu bieten und haben schon wirklich Weltmeisterschaften gewonnen mit ihrem Brot. Man sagt, dass Deutschland die besten Brotbäcker sind. Und dann geben wir einen Punkt. Fertig. Brot besteht aus nichts Spektakulärem im Fall. Ein bisschen Mehl, ein bisschen Salz, ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe oder Sauerteig. Irgendetwas macht, dass das Brot aufgeht. Wenn ich da an mein Müsli denke, das ich jeden Morgen mache, das ist dann 100-mal komplizierter und aufwendiger. Aber Brot, eigentlich ist es eine simple Sache, etwas Einfaches, aber lebensnotwendig. Gerade besonders früh, gerade zur Zeit vor der Bibel, wegen dem steht, gib uns unser tägliches Brot. Lebenswichtig war das Brot. Und ich möchte noch kurz in eine Situation einnehmen, im Alten Testament passiert, wo der Mose das Volk Israel aus Ägypten hat rausgeführt hat. Und sie haben in der Wüste Hunger bekommen. Und sie haben nach Essen geschrauen. Gott hat sie versorgt. Typisch Gott. Und er hat ihnen was gegeben? Viele von euch wissen es sicher. Manna. Eine Form von Brot. Das war wie das Brot, das vom Himmel ist oben runtergekommen. Man sagt, es ist, hat ausgesehen wie Koriandersamen, hat einen Geschmack süßlich nach Honig gehabt. Der Name Manna heisst, was ist das? Das ist das Erste, was die Israeliten gesagt haben, als sie das lustige die Cornflakes am Boden haben gesehen. Was ist das? Also ich sehe sie wirklich gerade vor mir. Das ist auch ein bisschen typisch Gott. Er versorgt uns manchmal mit Sachen, wo wir sagen, was ist das? Ja, nicht das bestellt. Ich habe mir etwas ganz anderes vorgestellt. Brot vom Himmel sieht nicht immer so aus, wie wir uns das vorstellen. Und er ist ein Auftrag gekommen. Mose hat gesagt, jetzt geht ihr sammeln. In eurer Tonkrüge und Gefäß. Geht das Brot einsammeln, das Manna. Nehmt genau so viel, wie ihr braucht. Wie immer haben die Israeliten gefolgt, oder? Sie so viel nehmen, wie sie brauchen, haben ihr Gefäß gefüllt. Dann ist ein Phänomen passiert. Das Manna hat sich entweder vermehrt oder reduziert. Am Ende des Tages, jeder hat genau so viel gehabt, wie er gebraucht hat.
der zu wenig gesammelt hat, hat genug gehabt. Der zu viel hatte, hat etwas weniger gehabt. Einfach so viel, dass es gelangt hat. Typisch Gott, typisch Gott. Jeder hat er nach seinen Bedürfnissen versorgt. Und dann hat der Mose gesagt, tut nicht horten. Tut es aufbrauchen. Es reicht für heute. Oder es reicht für morgen, für welchen Tag auch immer, dass sie gesammelt haben. Es reicht einfach genau für diesen Tag. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Das ist peinlich im Fall. Jeder hat gewusst, du hast nicht gefolgt, wenn das passiert ist. Man hat es geschmeckt. Man hat gesagt, die eine hat wieder zu viel genommen. Hast so geschmeckt, hast die Maden gesehen, schön grusig. Für einen Sabbat, für einen Ruhetag, für einen Sonntag hat es eine extra Regel gegeben. Und zwar haben sie am Tag vorher doppelt so viel dürfen sammeln. Am siebten Tag gingen einige Israeliten trotzdem vors Lager, um Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Und er sagt Gott zu Mose, wie lange wird dieses Volk sich noch weigern, meine Gebote und Anweisungen zu befolgen? Wie lange zweifelt das Volk noch daran, dass sie es versorgen? Dass ihnen ihr tägliches Brot, ob es Manna oder sonst irgendwie heisst, geben. Wie lange noch, wie lange zweifeln sie an meiner Liebe, an meiner Güte? Wie lange noch? Ich gebe ihnen doch immer genau so viel, wie sie wenn brauchen. Morgen oder übermorgen, nächstes Jahr, nein, heute. Wie sie heute brauchen. Im Neuen Testament sagt es nach Jesus deutsch und deutlich, jetzt müsst ihr den hören. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Johannes 6, 35. Er hat mit dem viel, viel mehr gemeint als so einen herrlichen Ankerbock, als so einen schönen Bit Brot, den er uns zum Morgen geben will. Mit dem hat er ganzheitliche Versorgung gemeint. Er wollte sagen, ich bin alles, was ihr braucht. Kommt zu mir Tag für Tag, nicht nur am Sonntag. Das ist schön, das ist Fakt. Das füllt die Kirche, das ist herrlich. Aber kommt auch am Montag. Kommt nicht nur an Weihnachten, auch nicht nur an Ostern. Das ist auch schön. Aber kommt auch am Dienstag zu mir, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Jeden Tag von neuem möchte ich euch geben, was ihr braucht. Aber nicht nur euren Körper will ich versorgen, sondern vor allem und als erstes euren Geist, dann eure Seele und euren Körper. Und ich habe mir es aufgeschrieben, weil ich es nicht ganz merken konnte, wie das aussehen würde. Gott will unseren Geist zum Leben erwecken. Sein Wort führt. Es versorgt uns mit lebenswichtigen Vitaminen, sprich Wahrheiten. Sein Geist, oder durch Jesus wird unser Geist geformt, unsere Identität wird geformt, unsere Persönlichkeit, unser Charakter, unser Selbstwert wird aufgebaut. Jeden Tag von neuem. Jeden Tag. Unsere Seele bekommt Fürsorge, Liebe, Gnade, Vergebung, Freude, Zuversicht, Hoffnung. Gott will uns zulassen. Er will uns von unseren Lasten befreien. Er will uns begleiten, unseren Höchst, aber auch unseren Teufels. Er ist ein Beziehungsgott. Er ist ein Vater, er ist ein Freund, er ist ein Zuhörer. Er ist ein Ratgeber. Jeden Tag von neuem wird er das für dich sein. Jeden Tag. Er will unseren Körper mit seiner Heilung versorgen. Er will unserem Körper Kraft geben, Gleichgewicht, Gesundheit. Er will uns mit Tatendrang, mit Energie, mit Pfupf füllen. Nicht nur am Wochenende, nicht nur mit den Ferien. Jeden Tag. Immer wieder von neuem, altersunabhängig. Und wisst ihr was? Er will uns so viel Kraft geben, dass wir von ihm erzählen können. Dass wir heraustragen können, was auf seinem Herz brennt, was ihm wichtig ist. Und das verspricht er uns in dem Vater unser, dass er unsere tägliche Versorgung parat hat. Jeden Morgen, jeden Tag von neuem. Stehen wir doch auf zusammen und bitten wir Gott darum, dass er uns heute an diesem Sonntag alles gibt,
die wir brauchen. Nicht für nächste Woche. Das könnt ihr dann selber beten. Morgen. Jesus, danke viel, viel mal. Wir sind so verschieden. Alle, die hier sind, alle, die Livestream zuhören oder das Podcast hören, jedes ist anders. Jedes braucht total anderes Brot, total verschiedene Versorgung. Und du bist der, du siehst unseren Geist, du siehst unsere Seele, du siehst und kennst unseren Körper. Du kennst uns durch und durch, weil du hast uns gemacht. Und wir tun dir uns anvertrauen. Wir bitten dich, schenk uns, was wir brauchen. Schenk uns ganzheitliche Versorgung an Geist, Seele und Körper. Wir vertrauen dir, du bist ein guter Gott, du meinst es gut mit uns. Das Manna, das du uns gibst, wird das Richtige sein. Für heute. Amen. So genial hast du eingeschaltet. Wir wünschen und hoffen, dass auch gerade genau diese Celebration oder Predigt dir hilft, weiterzukommen in deinem Glauben und auch du kannst entdecken, was Gott noch alles parat hat für dich. Und wenn du merkst, dass du noch irgendwo gerne ein Gebet hättest, dann melde dich einfach. Wir beten von Herzen gerne für dich. Beten. Oder auch wenn du sonst Fragen hast, melde dich bei uns. Wir geben uns das Beste, um auch dir zu helfen, dass du deine Träume kannst entdecken kannst und auch du ein Segen für die Menschen in deinem Umfeld kannst werden. In diesem Sinne, bist gesegnet und hab's gut.